for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute. Ich dachte, wenn wir heute was von irgendwelchen seltenen Tieren oder Morphen haben, muss ich auch ein ganz seltenes Intro-Tierchen bringen. Das hier ist ein Bronzegecko, Aeluronyx caligaster, eine der seltensten Geckos der Welt. Bin ich stolzer Besitzer von einem bzw. sogar zwei Pärchen, kommen von Mauritius. Leben dort in einem ganz kleinen Gebiet, sind für einen Gecko, wie ihr sehen könnt, überdurchschnittlich groß. Mir gefallen diese tollen großen Pranken so, die die haben. Ne? Guckt euch mal diese riesen Füße an. Ganz meiner Meinung nach ganz hübscher, ganz imposanter, toller Gecko, Bronze-Riesengecko. Heute mein Intro-Tierchen für euch. Es werden ja immer wieder, beziehungsweise jedes Jahr, wenn die Babysaison ist, werden Tiere aus Afrika angeboten, wo irgendwas Neues, mehr oder weniger Spektakuläres in Afrika auf den Farmen schlüpft, ne, die sogenannten Oddballs oder so, beziehungsweise auch, manchmal gibt es auch adulte Tiere, vor allem in der Zeit, das ist zum Jahresende hin, so vor Weihnachten, wenn die Trapper, die fangen ja die adulten Weibchen. Die adulten Weibchen legen die Eier und dann werden die Weibchen wieder freigelassen. In dieser Zeit finden die auch manchmal ein adultes Tier mit irgendeiner speziellen Farbe. Ne? Also dazu, ich habe zum Beispiel vor, ich glaube 25 Jahre muss es her sein, habe ich einen adulten Piebald aus Afrika gekriegt. Ne? Der in der Zeit, wo die Weibchen fangen, hat man den in der Natur gefunden und dann ist das eine Sensation. Und in der Regel kriegt man dann irgendwelche Fotos aus Afrika geschickt und das war eben auch in diesem Fall so. Ich habe jetzt also ein bisschen ausgeholt, Entschuldigung. War in diesem Fall so, im Jahr 2020 kriegt man dann mittlerweile meistens ja per WhatsApp, habe ich diese Fotos hier bekommen, die kann ich euch jetzt gerade mal zeigen, mit dieser hübschen Schlange drauf. Der, wo sie zeigt, das ist wohl auch der Trapper, der sie gefunden hat. Also ist definitiv für ein Terrarianer oder für einen Königspythonhalter ist das definitiv ein interessantes Tier, wo ich dachte, oh, eigentlich das hätte ich natürlich schon gern. Ne? Andererseits muss man sagen, ein adultes Tier ist immer so eine Sache. Laut den Afrikanern ist es auch ein Weibchen, haben die zu mir gesagt, ob ich dieses Weibchen kaufen will. Das Problem bei Weibchen ist auch, wenn man die als große Tiere kriegt, bis die ans Fressen gehen, bis die Fettreserven haben, bis die irgendwann mal Eier legen, das kann ewig dauern, beziehungsweise wenn man Pech hat, wird es gar nie was. Ne? Also bei einem Baby gar kein Problem, aber bei einem adulten Tier, wie ihr hier seht, wirklich schwierig. Ich mir die Fotos zigmal hin und her angeschaut und habe gedacht, naja, will ich nicht. Habe dann aber mich letztendlich dazu hinreißen lassen, beziehungsweise der Trapper, den wir hier sehen, der wollte 2 Millionen dafür. Jetzt um den Gag gleich vorne wegzunehmen, da geht es um 2 Millionen CFA. CFA ist die Währung in Togo, Benin. Das muss man natürlich umrechnen. Am Schluss habe ich den runtergehandelt auf 1,3 Millionen CFA. Das sind ein bisschen über 2.000 Dollar oder um die 2.000 Euro, die ich damals dann bezahlt habe für dieses Tier. Wie gesagt, wäre es ein, also für ein Weibchen war ich so hart am Überlegen,
Und letztendlich, ah ja, doch, komm, die will ich mir nicht entgehen lassen. Die sieht doch einfach zu speziell aus. Ne? Hab das Geld rübergeschickt, dann muss man natürlich noch Frachtkosten zahlen, bis das da ist und so weiter. Kostet auch nochmal runde 1.000. Aber letztendlich hat das Tier, um hier auch ehrlich zu sein oder mit offenen Karten zu spielen, hat mich dann runde 3.000 gekostet. Das Tier kam an, war relativ dünn, was man hier auf den Fotos zum Teil schon sieht. Wir haben dann probiert zu füttern, das ging eine Weile. Irgendwann hat er tatsächlich das Fressen angefangen. Jetzt habe ich es auch gerade vorweggenommen. Also er hat das Fressen angefangen, weil ich habe dann natürlich geguckt, geschlechtermäßig. Und es war tollerweise kein Weibchen, sondern ein Männchen. Ein Männchen ist für sowas deutlich besser, weil ein Männchen zu züchten, selbst wenn der nicht so super frisst, aber ein Männchen, auch ein dünner Mann, kann paaren, kann sich fortpflanzen. Da ist die Chance einiges größer wie beim Weibchen. Also da war ich relativ happy. Wie gesagt, das war 2020, also vor 3 Jahren. Im ersten Jahr ging sowieso gar nichts. 2022 haben wir das erste Mal mit dem gepaart. Hat er nicht besonders gut gepaart, hat man dann zum Teil, man nimmt ja dann zum Beispiel 2 Männchen, also man lässt den paaren, wenn er nicht so gut paart, probiert man es mit einem anderen Männchen, um das Weibchen ein bisschen zu stimulieren. Dann nimmt man vor allem auch gegen Schluss der Paarungszeit, nimmt man wieder dieses spezielle Männchen in der Hoffnung, dass dem sein Sperma das Rennen macht. Das war im letzten Jahr, hat leider nicht geklappt. Im letzten Jahr kam von diesem Vater nichts dabei raus. Dieses Jahr haben wir den Mann wieder zur Zucht eingesetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den nicht direkt abgeschrieben, aber schon gleich wenig vergessen. Also wenn man da so, wenn man so ein Tier eine Weile hat und in einem Jahr mit der Zucht auch schon nichts klappt, dann tut man das gedanklich schon wenig abschreiben. Und ich muss auch sagen, diese Farbe sah für mich so speziell aus, dass ich mir gedacht habe, wenn diese spezielle Farbe genetisch wäre, dann gäbe es die einfach schon in der Terraristik. Ne? Also wir haben jetzt seit 30 Jahren Königspythons. Wenn ihr euch die anschaut, ich denke, da sind wir einer Meinung, das ist wirklich eine ganz ausgefallene Farbe oder eine ganz ausgefallene Morph. Das hier in meiner Hand ist ein Stranger. Der Stranger ist bestimmt bei den Königspythons die Morph der letzten gut 10 Jahre, die eigentlich mit am spektakulärsten war. Ne? Also preislich gesehen, von dem, was man machen konnte, war das eigentlich so die größte Sensation. Wenn ich mir jetzt den Stranger anschaue und vergleiche mit meinem Afrika-Tier, sieht der Stranger relativ harmlos oder relativ, also normal ist ein blöder Ausdruck, aber er sieht bei weitem nicht so spektakulär aus. Selbst die letzten Jahrzehnte kam eigentlich nie eine Morph oder eine neue Morph raus, die optisch total oder sehr spektakulär war. Ich denke, das hat einfach den Grund, dass sowas Spektakuläres, also wir züchten jetzt seit über 30 Jahren, also wird in der Terraristik Königspython oder diese Königspython-Zucht so betrieben. Wenn da sowas Spektakuläres genetisch ist, dann hat man das schon gezüchtet. Ne? Oder so ein Tier, was ich euch jetzt auf dem Foto zeige, wenn das sich vererbt, dann gibt es ja in der Natur vielleicht auch mehrere. Dann hat man die schon mal gefunden, dann kamen die schon in die Terraristik. Deswegen war das ein Grund für mich zu sagen, nee, das Tier, das sieht so speziell aus. Ich glaube eigentlich nicht, dass es genetisch sein kann, weil, wie gesagt, so was Spezielles hätte man dann schon mal weiter gezüchtet oder hätte man in der Natur schon mal gefunden. Von dem her war meine Hoffnung relativ gering, dass das genetisch ist. Ich glaube, das war jetzt viel Blabla von mir und aus meinem Blabla konnte dann natürlich auch raushören, dass ich jetzt nicht sage, ja, ich habe es gezogen und es kam nichts dabei raus. Nein, es war tatsächlich so, wir haben sie verpaart und es kam was oder es hat sich vererbt. Ich hatte 2 Gelege. Einmal mit Woma hatten wir es verpaart. Zeige ich euch mal die Babys, die mit Woma rauskamen. Die sehen spektakulär meiner Meinung nach so aus.
Der Woma ist, denke ich, drin zu erkennen, wenn man andere Woma-Morphen anschaut oder Woma-Kombos anschaut. Er kommt durch, aber natürlich oder völlig verändert durch dieses Afrika-Tier. Ne? Hier haben wir nochmal einen. In diesem, denke ich, ist dieser Woma, also ist eine Kombo aus dem Afrika-Tier mit dem Woma. Ne? Was interessant ist, hier ein bisschen mehr Gelb, hier ein bisschen weniger Gelb drin. Das können wir noch weiter gleich wenig beobachten, dass manchmal der Gelbton wenig stärker ist, manchmal ein bisschen schwächer ist. Ja, also ich würde sagen, spektakulär tolles Ergebnis zusammen mit diesem Woma, was natürlich auch heißt, dass sich dieses, also ich nenne es nach wie vor Afrika-Gen, dass sich das dominant vererbt hat, ne? Kodominant noch in Fragezeichen, es hat sich dominant vererbt. Zweite Gelege hatten wir mit Mojave, da kamen genau genommen zwei Stück raus, die sehen so aus, ne? Das ist ein Mojave mit dem neuen Afrika-Gen, auch absolut atemberaubend meiner Meinung nach, ne? Auch wieder das Gelb ziemlich stark ausgeprägt hier drin, die Flanken so dieses Helle, also denke ich auch wunderschön, das Ergebnis, was wir da sehen, was natürlich zu guter Letzt spannend ist, für jemand, der Regius züchtet, wie sieht die, oder wie hat sich das Ganze als Single Morph vererbt, ne? Klar, wir können es natürlich ein bisschen anhand des Vaters ab, oder man sieht ja, wie der Vater aussieht. Entsprechend würde man erwarten, dass die Jungtiere auch aussehen. Wobei ein Tier als Baby natürlich immer noch schönere Farben hat wie der Vater. Das ist ein Tier davon hier. Ich hatte gerade das Gelb angesprochen, also eben nochmal ausdrücklich dazu. Das ist die Single Morph jetzt, da steckt kein weiteres Gen drin. Das Tier oder beide dieser Tiere sind beide aus dieser Woma-Verpaarung. Was wir sehen, das Tier in meiner linken Hand hat noch gleich wegen des Gelb ausgeprägter. Also sie haben alle diese spezielle Kopfzeichnung, aber hier in meiner linken Hand das Gelb noch gleich wegen ausgeprägter. In meiner rechten Hand ist das Gelb nicht ganz so ausgeprägt, ne? Ja, das geht wegen so Richtung Jungle, würde ich sagen. Früher hat man zu solchen Tieren Jungle gesagt. Ist bei dem einen Tier ausgeprägter wie beim anderen. Ne? Um euch alles zu zeigen aus dem Projekt, hier noch zwei weitere Tiere, ebenfalls aus der Verpaarung. Alles andere, was rauskam, waren Klassiktiere oder beziehungsweise Mojave oder Woma, aber nichts mit diesem neuen Gen drin. Also das sind nochmal die letzten zwei Tiere, das hier ist nochmal aus dem Mojave gelegen, ne? Eindeutig Mojave mit dem neuen Afrika-Gen drin. Und hier in meiner rechten Hand aus dem Woma gelege, also Woma plus neues Gen, kam dieser hübsche kleine Königspython dabei raus. Ne? Somit habt ihr alles gesehen, was ich besitze, was dieses neue Projekt betrifft. Ich finde es spektakulär. Wollte es euch zeigen. Die Frage ist jetzt, ihr hört es ja an meinem Reden, ich rede hier die ganze Zeit rum von wegen das neue Gen und das Afrika-Gen. Als wir die bekommen haben, auf dem Beutel stand VIP2 drauf, ne? Insider von euch wissen vielleicht, wir haben den VIP-Ball, das ist der, wo ganz gescheckt aussieht. Der kam interessanterweise im gleichen Jahr, in der gleichen Sendung, habe ich diesen VIP-1 sozusagen und dieser hier war der VIP-2 bekommen. Aber VIP-2 ist definitiv kein guter Name für die ganze Sache und deswegen wollte ich auch diese Sendung dafür nutzen, um euch zu fragen, wie soll man denn diese Morph nennen? Also wir wissen, oder ich glaube zu wissen, dass sie dominant ist. Ob sie kodominant ist, das weiß ich frühestens in 2 Jahren, also 2025, denke ich, werden die Tiere so weit sein, dass ich sie
dass wir prüfen können, ob es eine Superform gibt. Also ich werde jetzt hier, höchstwahrscheinlich wird keins der Tiere im nächsten Jahr schon geschlechtsreif sein, dass man es rückverpaaren kann oder miteinander verpaaren kann, um Superform zu testen. Also vermutlich erst 2025 der Test, ob dominant oder kodominant. Die Frage ist, wie sollen wir das Baby taufen? Da wollte ich euch mit ins Boot nehmen, wollte auch vielleicht so eine kleine Challenge oder so ein kleines Quiz draus machen. Schlagt bitte Namen vor. Ich dachte mir, der, wo den besten Namen hat, der kriegt eins der Babys. Nee, das leider gebe ich keins von den Babys her. Der kriegt aber zumindest einen 500-Euro-Gutschein, dachte ich mir. Ne? Also 500 Euro ist ja auch nicht so schlecht. Von den Babys möchte ich keins rausrücken. Ein 500-Euro-Gutschein, der, wo den Namen hat, den am Schluss, den wir als den richtigen Namen küren. Wir machen da wieder so eine kleine Abstimmung draus. Kennt ihr schon, könnt auch alle abstimmen, welcher Name ist der beste und so weiter. Oder wir werden vielleicht so eine Top 5 oder eine Top 10 oder was schon mal als Vorauswahl machen. Die werden wir euch zur Abstimmung geben und dann mal gucken, wer das Rennen macht. Wie gesagt, der kriegt einen 500-Euro-Gutschein. Bin ich echt gespannt drauf, freue ich mich drauf, was von euch da kommt, welche Namen. In der Königsbrüton-Branche gibt es ja alle möglichen verrückten Namen. Wie gesagt, bin ich echt gespannt, was von euch kommt. Zum Abschluss nochmal den Original-Afrika-Vater für euch. Vielleicht nochmal gerade die markanten Merkmale am Kopf, ne, dieser relativ, also wegen fast diese Krone um den Kopf rum, was man auch bei den Babys sieht, ne? Dann diese Flecken auf dem Kopf, diese helleren, die ja auch bei den Babys gut durchkamen. Dann ganz markant sind natürlich diese Flanken oder ist diese Flankenzeichnung. Interessanterweise war das hier bei einem der Single-Morphen, hat man das nicht so arg gesehen. Der, wo nicht so gelb war, der hatte auch nicht diese Flankenzeichnung so arg drin. Das finde ich eigentlich auch interessant. Wieso, weshalb? Wird man sich vielleicht sagen oder denken, naja, aus Afrika, das wird vielleicht schon eine Kombo sein. Das kann man, meine ich, rein statistisch weitgehend ausschließen, weil es ist definitiv ein Tier, das in der Natur gefunden wurde als adultes Tier. Ne? Das ist nicht irgendeins, was ein Afrikaner gezüchtet hat, sondern es kam aus der Natur. Und dass in der Natur zwei Morphen aufeinandertreffen, wäre natürlich schon ein extremer Zufall, aber wer weiß. Ja, ist tatsächlich ja so, dass bei, zumindest bei einem Baby, ne? Also ich glaube, bei den Kombos sieht man überall dieses Gelb drin und diese Flankenzeichnung drin. Aber bei einem der Single-Morphen ist das nicht so richtig zu sehen. Hintergrund wird die Zukunft zeigen. Für den Moment, wie gesagt, die Frage, wie soll oder wie kann diese wunderschöne neue Morph heißen? Bin echt gespannt drauf, freue mich drauf und check my balls.